Hallo, herzlich willkommen bei Tag Nummer 14. Das erste Mal zur Zeit. Ja, mich kennt er ja ein bisschen inzwischen. Das ist Oana. Wir haben heute einen wundervollen Tag zusammen verbracht, ganz tolle Frauensachen gemacht. Und wir haben fotografiert und das passt total gut zum heutigen Thema, weil die heutige Aufgabe ist, dass du an dir selbst fünf Dinge findest, die du echt richtig schön findest. Und wir beide machen das jetzt. Einfach mal erstmal bei uns selber. Also wir fangen mal mit dem Hans abwechselnd, würde ich sagen. Oana, du kannst gerne anfangen. Fünf Dinge, die ich an mir selber gut finde. Ich glaube an sich erstmal auf jeden Fall meine Augen. Ich bin insgesamt ein eher selbstbewusster Typ. Und was ich auch noch gut finde, sind meine Brüste. Weil sie genau die richtige Größe haben. Und was ich auch gerne mag, sind meine Füße. Das sind schon mal drei Sachen. Ich mag insgesamt mein Gesicht eigentlich ganz gern. Und ich mag auch meinen Bauch zum Beispiel ganz gern. Habe ich schon fünf Sachen? Ich glaube schon. Ja. Ja. Siehst du? Meine Hüften. Siehst du, also man kann, natürlich darfst du auch viel mehr Dinge dir aussuchen, aber ich sag einfach mal mindestens fünf. Genau. Cool. Okay, dann bin ich dran. Also ich mag auch meine Augen, vor allem wegen der Augenfarbe, weil das einfach so verschiedene Farben sind und je nachdem, was ich anziehe, sieht das immer ein bisschen anders aus. Ich liebe auch meine Brüste, weil ich mache super gerne Sport und die sind nicht zu groß, dass es mir unangenehm wäre, aber es sind trotzdem schon Brüste. Also es ist trotzdem schon was da, was mich ganz klar als Frau sich, also ich finde das irgendwie die Brustwarzen wichtig. Sind auch cool. Richtig. Genau. Ja genau, meine Brustwarzen finde ich eigentlich auch total cool, weil ich finde die für mich persönlich sind die so, wie ich sie gerne für mich auch ausgesucht hätte. Ich finde auch meine Füße super. Ich habe nämlich so richtig schöne kleine, schmale Füße und da bin ich sehr stolz drauf. Und ich mag meine Hände, weil ich finde, das sind irgendwie so Klavierfinger oder so. Also sie sind klein und zart. Kann ich von meinen nicht behaupten. Ich habe Zahnhände. Ich bin bei vier, ne? Ja. Ich mag meine Ohren. Ich finde die irgendwie schnuckelig. Also sie sind auch sehr klein. Ja. So, und jetzt könnte ich merke, mir würden noch Sachen einfallen. Ja. Aber ich finde es auch gerade für uns Mädels, vor allen Dingen für uns Mädels, die immer so viele Eindrücke von außen bekommen und so viel photogeshoppte Bilder immer um die Ohren gehauen bekommen und so viel Perfektionismus auch irgendwie haben. Es ist einfach wichtig, auch mal ganz klar dahin zu gucken, was wir eigentlich schön an uns finden und auch einfach das mal ganz klar auch sagen zu dürfen. Ja. Es fallen ja eh eigentlich immer nur die negativen Sachen auf. Genau, vor allen Dingen an sich selber, ne? Genau. Falls du auch Lust hast, das mit einer Freundin von dir zu machen, weil das könnte auch sehr schön und sehr lustig werden. Ihr könnt das natürlich auch gegenseitig mal machen. Das können wir jetzt auch noch mal an uns machen. Damit ihr auch einfach seht, die sagen das jetzt nicht nur, sondern die machen das auch. So, das können wir ja wirklich abwechselnd machen. Ja. Immer eins du und eins ich und wir machen wieder fünf Sachen. Ich fange einfach bei dir an, bitte. Ich finde, deine Augenfarbe ist so super, weil die sind braun, aber die sind so hellbraun. Das heißt, sobald da Licht einfällt, die verändern einfach nochmal so krass die Farbe. Das finde ich total cool. Ich mag dein Gesicht insgesamt wahnsinnig gerne. Und auch natürlich deine Augen. Das sind so zwei Sachen. Ich finde dich ganz toll. Ich finde, also ich meine, das ist jetzt keine Optikgeschichte, aber dein Lachen ist der Wahnsinn. Also ich muss jedes Mal Pipi in den Augen wegwischen, wenn dir die Silke anfängt. Und das insgesamt natürlich hat auch was mit deinem Gesicht zu tun und dass du das absolut ehrlich machst. Deine Hände finde ich auch ganz toll. Deine Knöchel übrigens auch. Knöchel? Ja. Ja. Die sind jetzt verdeckt vom Sportsocken. Nicht dabei Nee, aber ich habe jetzt eigentlich mehrere Sachen aufgezählt. Ja, ich habe auch Moment mal, was war mit Abwechslung? Ist nicht schlimm, du, ich höre mir das auch mal an. Okay, cool. Ich hatte jetzt eine Sache bei der Oana. Ja.
Ich finde die Oana, die hat einfach eine ganz, ganz tolle Figur. Also es schließt jetzt natürlich auch schon wieder mehrere Sachen mit ein, aber es passt alles nur unglaublich Winter, gut. Ich bin, ja. Es passt alles unglaublich gut zusammen und es ist auch einfach schön weiblich, aber trotzdem sportlich. Und okay. Dann irgendwie nicht alles so übertrieben. Okay. Und ich finde Oanas feine, aber doch auch kantige Kopfform ganz interessant. Mein Quadratschädel. Der ist ja gar nicht quadratisch. Aber sie hat irgendwie ganz klar ausgebildete Formen, aber die sind trotzdem weich. Mhm. Und das ist ganz schön. Und ich mag die Nase, weil man würde, wenn man jetzt genauer hinguckt, vielleicht eher sagen, die Nase ist jetzt nicht kein Stupsnäschen. Das ist schon eine ausdrucksstarke Nase, aber die ist einfach harmonisch. Die habe ich als Kind gehasst übrigens. Ja, das, man, ne, wie das halt bei Menschen so ist. Ne? Und ich finde, du hast auch total schöne Zähne. Danke. Ganz schöne Zähne. So, die sind jetzt vielleicht, weißt du, die sind halt so ganz schön geformt und jetzt nicht der perfekte Kiefer vielleicht. Ja? Also wenn man genauer hinguckt, dann würde man jetzt als plastischer Chirurg vielleicht sagen, ja, den kann man jetzt noch gerade zuppeln oder sowas. Also jetzt einfach. Ach, der so. Ich habe Hasenzähne. Nee, ich finde das gut. Das ist irgendwie, mag ich das. Genau, weil der halt, der, weil die Zähne so sind, wie sie sind. Genau. Ja. Genau, also ihr seht, die Aufgabe von heute. Ich weiß nicht, wie ihr Männer das so macht. Also wenn jetzt hier also Männer es ist auch ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch lustig finde, wenn es ausgestrahlt wird, aber ich glaube schon. DSGVO. Ich werde das mir unterschreiben lassen. Genau, nein, aber die Aufgabe ist, finde ich, total wichtig. Und auch ihr Männer da draußen, vielleicht machst du es mit dir selber, wenn du das jetzt nicht mit einem Kumpel zusammen machen möchtest. Okay, ja. Aber ja, mach's auf jeden Fall und mach auch gerne mehr als 5. Und wenn du da irgendwelche Veränderungen in dir bemerkst, dann kannst du das auch gerne in die Kommentare schreiben, weil mich interessiert das natürlich auch, wie das für euch so ist. Und vergiss nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn dir das Video gefallen hat. Und lass mir ein Abo da, damit du jedes Mal Bescheid bekommst, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Das heißt aber auch, die Glocke zu aktivieren. Ja, danke, liebe Oana. Sehr gerne, das war sehr lustig. Und ich sage, bis morgen.